Hallo meine lieben Let's Play Freunde, Undertaker heißt euch herzlich willkommen hier am Undertaker Gaming Channel. Vielen Dank fürs Ein- und Zuschalten. Wir spielen mal wieder Meisterdieb. Schön, dass ihr mal wieder mit von der Partie seid. So, im letzten Part sind wir bis hierher geklettert und geschlichen und was weiß ich noch alles. Und nun schauen wir mal, was uns hinter der Tür erwartet. Sodala. Oh. Oh. Wenn du mich töten willst, mach schnell. Ich brauche Antworten, die ihr mir geben werdet. Niemand mag meine Antworten. Ich habe viel von dir gehört. In der Erde liegt eine Kraft. Eine alte Energie. Urkraft. Für Unwissende ist sie harmlos, unsichtbar. Doch man kann sie kanalisieren, in eine produktive Form bringen. Bisher wurden nur kleine Mengen kontrolliert. Aber mein Traum war größer. Besser. Was habt ihr mit Aaron in Moira gemacht? Als der Stein brach und das Buch zerstört wurde, ging die Energie auf sie über. Der Kontakt mit dieser Quelle hat schlimme Konsequenzen auf Geist und Körper. Ich weiß, was passiert. Wo ist das Mädchen? Ich wollte die Energie entfernen. Aber als er Aaron aus Moira entführte, ging mein Traum auch dahin. Von wem reden Sie da? Aldes hat das Mädchen genommen. Du kennst ihn besser als Orion. Mein Bruder. Wir wuchsen getrennt auf. Aber ich brachte ihn zur Familie zurück. Zu den Erweckten. Wie wir konnte er die Urkraft spüren. Er war auch bei der Zeremonie, dem Ritual und half. Doch nun wollen seine Fanatiker den Stein. Warum nahm Orion das Mädchen? Er muss ein neues Ritual planen. Und du warst ein gehorsamer Hund, wie es scheint. Erst ließ er dich Cornelius Ring stehlen. Dann das Buch. Der Stein aus dem Bergfried. Wenn er nur noch das letzte findet. Dein Auge. Du warst da, ich erinnere mich. Du bist das letzte Teil. Viel Glück mit meines Bruders Pack! So, jetzt sind wir hier mit einem Wahnsinnsvideo belohnt worden. Nur ich denke, jetzt geht hier gleich so richtig die Post ab. Ja, und da wird Undertaker so richtig ablosen. Und ihr werdet das auch noch sehen. Das ist das Peinliche an der ganzen Geschichte. So. Okay, wir haben wieder mal die Kontrolle und wir fahren jetzt. Die nächsten Gäste sind da. Während sie alles niederbrennen, gehe ich zum Zeremonienraum. Zur Zeremonienkammer. So. Okay. Jetzt gehen wir mal hier auf Map. Und hier ebenfalls auf Karte ansehen, das wird mir schon einiges helfen. Das heißt hier so und da so und bla bla bla. Das werden wir alles einmal, glaube ich, hinbekommen. Wahrscheinlich nicht auf dem schnellsten Weg, aber hey Mann, was soll's? Gehen wir hier mal durch die Tür. Okay, die ist mal zu. Um,
wir werden uns auch die Zeit nehmen, die wir brauchen dafür. Lieber einen Schritt langsamer, für aber lebend. Okay, da war jetzt ein Vani für Orion. Ich gleich natürlich hier erstmal zurück und habe nicht gesehen, wo der Typ hingegangen ist. Jetzt kann man natürlich stundenlang warten oder man kann da langsam nach vor schleichen. Aha, die sind natürlich schon auf der Suche nach uns. Und da brennt natürlich erstmal alles. Damit wir hier nicht weiter können. Schlecht. Sehr, sehr schlecht, die ganze Story hier. So, jetzt stellen wir uns mal hier in Schatten. Okay, das sind drei Typen. Eine geht hier eine Wachrunde. Dann kommen die wieder rauf. Dann geht der da rüber. Und der kommt wahrscheinlich die Treppe rauf. Oder geht der unten? Der geht mal nach links und mal nach rechts, okay. So, und die Frage... Ah ja, die Frage hat sich gerade erübrigt, ob man hier irgendwie durchkommt. Nee, kommt man nicht. Schade, aber auch sowas von. Das heißt, von der anderen Seite. Okay. Okay. So, der stellt sich dann hierher. Wo wir natürlich total sichtbar sind. Das ist die Kacke an der Angelegenheit. So, jetzt warten wir da, gehen da nach vor und zack. So. Oh, das tut mir jetzt leid. Das war jetzt nicht so, wie wenn das gewollt gewesen wäre. Nein, es war gewollt. Alter, warum habe ich das gemacht?
ihn in die zuerst bewusstlos schlagen und dann in die Flammen. Wie bin ich denn drauf? So, und jetzt werden wir uns hier Numero 2 holen. Was macht der hier? So, jetzt beobachten wir den Typen hier mal. Dam, 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 dam. Der schneidet sich hier was ab. Was schneidest du dir hier ab, Alter? Ich darf nicht wanken. Nicht so kurz vor dem Ziel. So, das waren jetzt mal zwei von den Hapschis. Langsam, Undertaker, du hast Zeit. Was hat der da jetzt? Alter, wie tief kann man ein Schwert reinstecken? Da steckt er im Boden. So. Und jetzt ist der eine da herunten. Ich darf keinen Schatten nachjagen. Nee, darfst du eh nicht. So, die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem? Stellen wir uns da mal her. Und bleib mal hier im Dunkeln. Ich bin bereit, das Licht zu schaffen. Denn im Dunkeln ist gut munkeln. Da geht er schon wieder. Der geht also hier im Kreis, oder was? Ah ja, und hier geht er. Sehr gut, dass ich das weiß. Da wollte ich mich nämlich gerade hinstellen. Und da ist auch einer. So, und jetzt geht der da hier vorbei. Und geht hier vorbei. Und das ist eigentlich unsere Chance. Und zack. Und weg. Das ist meine Chance, mich zu bewähren. Eine Leiche. Wer war das? So. Dafür müsst ihr bezahlen. Okay. Der hat einen Bruder. Na, sehr fein. Hier ist niemand zu sehen. Erfüllt eure Pflicht, Brüder. So, what can we do for this? So. Okay, das hier ist diese Lichtbombe, ein Seilpfeil, ein Stinkemacher, dies, jener. Ich möchte das nicht mit Pfeilen lösen. Ich möchte mal quasi hier einer nach den anderen greifen oder aber wie ein Schaß verduften. Das heißt, wenn ich hier runter, ja, aber wie geht's dann weiter? Wartehalle. Ich gehöre darüber.
Na, ist sehr schön. Ich gehöre darüber. Ich meine, darauf, darüber, zack, bumm. Und das war's, oder wie? Und ich brauche da gar nicht runter oder was? Aber ich komme doch von da. Ah, wenn die Karte ein bisschen größer wäre hier. So. Ja, habe ich irgendwas versäumt? Ich meine, ich komme doch von da. Oder nicht? Oder wie? Oh. Oh fuck, da kommt. Der hat gerade einen umgebracht. Mit Schwert und so. So, da sind natürlich jede Menge Taschendiebstähle möglich und so weiter und so fort. Ich höre jemanden. Er bewegt sich blind. Schnell, Freund, bevor er entwischt. Dein Ende naht, Ungläubiger. Kommt da jetzt ja nicht vor. Warum zeigst du nicht dein Gesicht? Kommt da jetzt ja nicht vor. Alter, komm da jetzt ja nicht vor. Wirklich, wir sind so mausetot, wenn du das magst. Wir bleiben jetzt einfach hier im Dunkeln stehen. Können wir den jetzt eine... Komm, nicht auf blöde Gedanken. Kollege. Hier ist niemand zu sehen. Huh. Okay, das war knapp. Vielleicht auch eine Idee zu knapp. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll mit den Herrschaften. Ich meine, den da vorne, den könnte ich ja erledigen. Das wäre jetzt dann das geringste Problem, sage ich mal. Aber wenn der da liegt und die anderen sehen ihn und gehen die da Wachrouten oder was machen die da? Am besten... Orions Gabe schützt mich. Alter, der wird uns gleich entdecken. Das war knapp. Da bin ich mir nicht so sicher. Puh, war das knapp. Orions Gabe schützt mich. So, jetzt kommt der andere Typ wieder. Oh, warte. Nein, du siehst mich nicht. Die sind flott hier, die Burschen. Ist das eine Prüfung meines Glaubens? Ja, das ist eine Prüfung deines Glaubens. So. Zack.
eine Bürgschaft. So, schauen wir uns da mal. Wie kann das sein? In aller Ruhe um. Die Wache haben wir da Gott sei Dank in den Schatten gelegt. Also die sieht er jetzt dann hier nicht unbedingt. Das nehmen wir auch mit, die Vase oder was das auch immer ist. Komm, Licht aus hier. So. Und E. Ei. Nein, das... Aha. Hier ist er vorbeigekommen. Verdammt. Ich hab ihn gesehen. Hä? Weg hier, 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 weg hier. Wo ist... Weg hier. Und jetzt hier erstmal und zack. Puh, Leute. Das war jetzt mal Scheiße. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da, Leute. Ich bin ein... Nein. Kein Pardon für die... Weg hier. Weg hier. Und erstmal einen Happen essen. Du kannst dich nicht verstecken. Warum nicht? Ich will mich aber verstecken hier. Guten Tag. Wieder schauen. So, jetzt werden wir die hier mal so lang im Kreis laufen, bis den Leuten hier ganz übel wird. Aber ich glaube, da wird eher uns übel. Fuck. Ich werde so ablosen. Essen. Alter, die haben mich jetzt aber hier. Ja, das war's. Ah, verdammt. Letzten Speicherstand. Möchtest du wirklich den letzten Speicherpunkt laden? Ja, ich möchte wirklich den letzten Speicherstand laden. Und der wird wahrscheinlich scheiße weit entfernt sein hier. Aber was soll ich machen? So. Für Orion! So, zack und bumm. Was ist mit den Eintopfdichten passiert? So, und zack. Den ersten hätten wir mal. Weil das geht bei uns ganz flott jetzt. Oder auch nicht. Ah, du dicke Sei, du dicke Sei, du dicke Sei. Ihr glaubt wahrscheinlich, dass ich mir das alles merke, ne? Hier die Wachen und so. Die Wachrunden und was weiß ich noch alles. Nee, so ist es aber leider Gottes nicht. Ich merke mir das nämlich nicht. So, das war hier durch die Splitter und dann war mir hier der Holzstoß. Ja genau, so, okay. Puh. Dann sind wir mal wieder hier auf die Seife gestiegen. So. Da haben wir bloß ihn hier gehabt. Quasi brennendes Feuer und so weiter. Hören wir mal auf zum Schleichen. Und weiter geht's. Zack, zack, zack.
So, und den einen hier, das war hier der Leichenfledderer oder so, der hat sich hier ein Stück abgeschnitten von dem. Oder whatever. Was macht er jetzt? Ganz genau gucken. Ja, man sieht es nicht so genau. Aber irgendwas macht er hier so auf Zap-Zap-Basis. So, schleichen. Na, du darfst keinen Schatten nachjagen. Aber du darfst da hinten ein Stück runterschneiden. Wir hauen dir dabei von hinten eine aufs Haupt. So. Dann haben wir den einen da unten in der Ecke erledigt, sind dann aber drauf gekommen, dass es ein paar mehr waren. Aber die Frage ist, was mache ich da unten eigentlich? Da zum Beispiel der hier. Die Schweinebacke. Der fleddert jetzt auf einen ganz anderen Ort. Und wenn wir da unten nichts zum Schaffen haben, werden wir auch nicht runtergehen. So. Währenddessen schauen wir uns hier die Typen an. So. Tag. Verdammt kalt heute Nacht. Ich meine, so umeinander schleichen und dergleichen, ein bisschen unentdeckt zum Bleiben, das ist an sich genau mein Playstyle. Wache hat wenigstens von Angesicht zu Angesicht gekämpft. So, jetzt gehen wir da nach vor. Und jetzt gehen wir da nach rüber und da stellen wir uns mal her. Schleichenderweise. Und warten, bis der Typ zum ersten Mal vorbeigeht. Gott, hoffentlich sieht uns der nicht. So, da hinten haben wir den zweiten. Meine Chance, mich zu bewähren. So, Daumen halten, Leute. Daumen halten. Nein, alles gut. Der Schmerz in meinem Schädel nimmt zu. Ja, ich glaub's dir, ich glaub's dir. So, jetzt gehen wir da noch vor. Komm, aus mit den Flammen. Mir nicht so sicher. Ist das eine Prüfung meines Glaubens? Komm, den müssen wir jetzt nehmen. Und zack, daher. Und gleich wieder schleichen. Oh, wie spannend. Oh, wie spannend. So, der kommt da rein. Den Becher sollst du da nehmen. Der kommt da rein und geht quasi gleich. Aber das ist nicht unsere Chance. Das ist gar nicht unsere Chance. Unsere Chance ist eigentlich hier. Da ist unsere Chance. Au, warte, au, warte, bin ich ein übler Junge. Ja, ja, kannst deinen drauf lassen. Wir wollen hier keine Scheiße hören. Klar, nur das nicht. Verdammt richtig. Wir wollen keine Scheiße hören. Hat das jeder verstanden? Und wir lassen uns doch keine Scheiße gefallen. Noch niemals haben wir uns irgendwelche Scheiße gefallen lassen.
Verdammt wichtig! Sodala, das war hier... das Geräusch für Part Ende. Aber trotz alledem, den hier mussten wir einfach noch nehmen. Sodala. Chuck. Chuck, und dann schauen wir die Bürgschaft. Und dann... machen wir mal das hier so. Und jetzt schauen wir mal in die Bürgschaft rein. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Und zwar machen wir das hier über Dokumente. Hallo? Wo ist jetzt die Bürgschaft? Oder was ist die Bürgschaft? War die Bürgschaft... jetzt habe ich... das war nicht zu lesen, sondern das war einfach eine Bürgschaft. Money oder so. Alter. Na, sehr super. Kapitelrückblicke. Hä? Nö, brauche ich nicht. Zeitung brauche ich auch nicht. Kapitel 6, da wären wir jetzt. Ein Mann für sich, versenkter Brief, bla bla bla. Nee, Bürgschaft, das muss jetzt hier so ein... Money oder sowas gewesen sein, ne? Verdammt. Weil ich dachte, mir schon... So, jetzt pass mal auf, wo geht's denn hier hin? Alter, da kommst du ja wirklich hier vom Hundertsten ins Tausendste. Da ist so eine pfeifende Wache, die möchte durch. Ich möchte einen Screenshot von ihr und so weiter und so fort. Leute, ich sage euch was, dieser Part dauert fix einmal hier über 30 Minuten. Ich sage danke fürs Zuschauen, mach hier einen Speicherstand und beim nächsten Mal geht es hier weiter. Das ist echt eine spannende Angelegenheit. Also unser Mistake haben wir quasi ausgeglichen und wir sind noch ein Stück weiter nach vorne gekommen. Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich sage danke fürs Zusehen wieder mal und tschüss!